wahr. Wirklich wahr. Der Adventskalender-Podcast vom Theaterhausensemble. 24 wahre Geschichten von 24 unterschiedlichen Menschen erzählt. Es ist kaum zu glauben, doch es ist wirklich wahr. Wirklich wahr. Wahrhaftig wahr. Wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind, dann braucht man hin und wieder einen neuen Mitbewohner oder eine neue Mitbewohnerin. Ich treffe heute Barbara und Stefan. Sie ist Musikerin, er Dramaturg und sie wohnen in Frankfurt-Braunheim. Und wie sie zu ihrer neuen Mitbewohnerin gekommen sind, das erzählen sie uns heute. Es war vor dem Sommer und ich weiß nur, dass Julia und Paul, also auch da waren eigentlich alle unsere drei Kinder, der Jan auch. Und insbesondere die Julia auch sehr, das Tier sehr charmant fand. Aber ich habe es mitgekriegt, wie sie angekommen ist. Das war schön warm. Ja. Wir saßen draußen im Garten am Tisch. Mhm. Der Jan, die Julia, der Paul und ich. Und auf einmal haben wir im Nebengarten so gehört. Und die Julia, also, eine Katze. Und dann hat sie selber auch so Miau zurückgemacht und es ging immer so hin und her. Und dann sagt, ach, guck mal, da hinter der Mauer, da ist ja die Katze. Und die traut sich nicht hier rüber. Die kann da nicht hochspringen. Und dann hat sie ein Brett geholt und hat dieses Brett an die Mauer gestellt, damit die Katze da hochlaufen kann. Und das hat die sofort kapiert und ist dieses Brett hochgelaufen und schwupp war sie bei uns im Garten. Ja? Und dann war erstaunlich, dass sie nicht weggelaufen, sondern sie hat sie streicheln lassen. Genau, und dann war sie erstmal da und ist so um uns rumgestreift und so und wir wussten nicht, was machen wir denn jetzt mit der? Und sie hat gesagt, miau, miau. Dann haben wir sie genommen und sind mit ihr auf die Straße gegangen und haben versucht zu gucken, wo sie runterhüpft, weil es könnte ja sein, dass sie dahin gehört. Ja? Und dann sind Paul und Julia mit ihr um die linke Ecke gegangen, da ist sie runtergehüpft. Und dann sind sie wieder zurückgekommen, sie wieder an den Tisch gesetzt. Da dauert es nicht lange, schwupp, stand sie wieder im Garten. Weil sie lieber zu euch wollte. Ja, offenbar. Irgendwas wollte sie von uns. Und dann sind sie wieder raus und haben sie rechts rum. Und dann ist sie da wieder runtergehüpft. Oh, dann haben wir das sogar gegoogelt. Was kann man denn Katzen geben, wenn man ihnen kein Fleisch gibt? Ja, wir hatten ja also, kein Katzenfutter zu Hause. Ich erinnere zwei Dinge. Ich erinnere noch, dass wir noch hier so ein Schüsselchen hatten mit abgekochten Kartoffeln, die genau. Nicht geschält waren. Ach, ja. Und die Julia ist dann hergegangen, die hat doch Hunger. Und ist dann hergegangen, hat so eine kleine Kartoffel geschält und ist die drüber hergefallen. Da hat die sofort komplett Ratzeputz. Ich wusste gar nicht, dass Katzen Kartoffeln essen. Nee, wir auch nicht. Auf die Idee gekommen, aber das war irgendwie so, Julia hat es gemacht und hat total funktioniert. Und dann war klar, die hat Hunger. Also, die isst alles. Wir hatten ja kein Katzenfutter im Haus, hat man ja nicht einfach so. Aber mit den Haferflocken, das war witzig, weil wir ihr die Haferflocken ins Schälchen getan haben. Und dann habe ich sie so angeguckt und habe die Haferflocken angeguckt. Und dann ist mir dann die Idee gekommen, habe ich zu ihr gesagt, na du Flöckchen. Und so kam dieser Name zustande. Und ich denke, es hatte mehrere Gründe, weshalb das Flöckchen so in meinen Sinn kam, weil sie auch so weiß ist vorne an der Brust. Und so wie so eine Schneeflocke, ja. Und man kann ja dann auch mal Flocke sagen, wenn man möchte. Na, jedenfalls habe ich dann im Supermarkt gestanden und dachte, welche Packung kaufe ich jetzt? Ja, und die sind natürlich alle riesengroß und ich wusste ja nicht, bleibt die Katze jetzt oder soll ich ihr nur einmal was geben? Und habe ich so ein kleines Töpfchen gekauft. Gourmet-Happen heißt das. Und dann weiß ich doch, das war so süß. Dann hat sie das Ratzputz aufgefressen und hat sich danach auf die Bank gelegt und geschlafen. Und dann hat sie im Schlaf dann immer so gemacht. Sie offenbar davon geträumt, dass sie was Leckeres zu essen kriegt. Also kurz und gut, kurz und gut. Ja, ich spiele ja Geige, ne? Und die Katze ist eigentlich gerne in meinem Zimmer, aber sobald ich die Geige auspacke und das mache, um die Geige zu stimmen, dann rennt sie weg, dann geht sie mal zur Tür. Die Katze hat sich ein bisschen an uns gewöhnt und wir uns an sie. Und sie hat gelernt, dass sie hier was zu futtern kriegt. Und wir haben dann versucht, natürlich herauszubekommen, die nicht irgendwie sozusagen einen Besitzer rausfinden. Und dann haben wir halt alle die Dinge, Tierärztin. Ja, so und weit die hat dann halt nicht. Gesagt, die hat dann gesagt, dass man die Tierarme informieren soll und so weiter. Das haben wir dann alles getan. Und dann Ines hat gesagt, sie soll nochmal einen Aushang machen. Das haben wir auch getan.
Aber die Katze kam dann immer zu uns und wir haben angefangen, uns daran zu gewöhnen, dass wir die hier füttern. Aber wir mussten natürlich dann hier immer die Tür auflassen, hin zum Garten. Und dann haben wir halt das unten immer einen Spalt offen gelassen, die Tür auch ein bisschen offen, damit sie da rein und raus kann. Ja, aber sie hat uns das auch mitgeteilt, das fand ich nämlich ganz süß. So der ersten Abend, dann hat sie immer auf der Couch geschlafen und haben gedacht, die muss doch raus, die muss doch mal auf Klo gehen, ja. Und dann war aber die Tür zu und dann ist sie zu mir ans Bett gekommen und so ans Gesicht, so ganz leise hingehüpft und mit ihrem Gesichtchen so, so ein bisschen zu mir. Und dann habe ich gemerkt, aha, sie muss raus. Und dann bin ich hierher gegangen, habe die Tür geöffnet und dann ist sie rausgeschlupft. Barbara spielt Geige, das haben wir gehört. Und Stefan? Stefan spielt Cello. Und da gibt es noch einen besonderen Tag, an den er sich erinnert. Als ich dorthin kam, kam als erstes ein Hund auf mich zugesprungen, war sehr unruhig. Und man muss dazu sagen, dass ich eigentlich tendenziell Angst vor Hunden habe. Und immer hatte, ich weiß nicht warum, egal. Jedenfalls war mir das sehr unangenehm und der Klassenkamerad hat versucht, mich zu beruhigen. Und ich sagte, das macht dir nichts draus, der geht sowieso sofort weg, wenn wir jetzt hier spielen. Ja, und dann hatte er sein Cello schon ausgepackt, hat sich hingesetzt, hat angefangen zu spielen, aber so ziemlich ruppig und so weiter. Und natürlich ist der Hund sofort weg. Und dann habe ich so aus Blödsinn habe ich gesagt, nee, ja, so wie du spielst, wundere ich mich auch nicht, dass der abhaut. Bin hergegangen und habe versucht, in schönsten Tönen eine Melodie zu spielen. Und siehe da, der Hund kam und setzte sich direkt neben mich. Das war mein erster großer Erfolg als Cellist. Sehr schön. Werde ich nie vergessen. Ich kenne ein Stück, da kommt eine Katze vor. Das klingt so. Das war unser Podcast für heute. Danke Bärbel und Stefan für eure Geschichte. Das Interview führte Michael Mayer. Wenn ihr Lust habt, seid morgen wieder dabei. Es ist kaum zu glauben, doch es ist wirklich wahr, wirklich wahr, wahrhaftig wahr.